Hallo geliebte Freunde, Hallöchen aus Switzerland, diese Woche noch. Nächste Woche am Sonntag bin ich spontan als Special Guest am One Spirit Festival im Theatersaal. Der Link ist noch hier unten, 10:30 bis 12. Mega schön, darf ich jetzt doch hingehen. Und ich habe jetzt, das ist der dritte Anlauf für das Video, weil es nicht ging. Die Energie war nicht ganz rein. Und wenn ich merke, es ist nicht gut, dann lade ich es auch nicht hoch. Das heißt, ich wollte eigentlich ein August-Video machen oder Vollmond, keine Ahnung. Und jetzt will ich nichts mehr. Und jetzt kommt einfach, oh, sitz mal gerade, was kommen möchte. Immer wieder alles loszulassen. Also Energievideo, Energie, aber ich weiß noch nicht, ob es für den Vollmond ist. Ich weiß es noch nicht. Gott im Himmel, hilf mir. Ich bitte darum, dass das geschieht, was zum Wohle des Ganzen ist. Ablösung des Egos, Ablösung der Ich-Identifikation. Danke. Eintritt ins Allbewusstsein, Alleinheitsbewusstsein. Jetzt geschieht gerade was bei mir. Anhebung der Energie, also auch für dich, das ist live jetzt, ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich sehe alte Meister von früher mit den alten Techniken, wie sie ihr Bewusstsein angehoben haben, und das geschieht jetzt auch bei mir. Krishnamurti, Dalai Lama. Jesus, Göttinnen, Götter, Gottes Bewusstsein. Jetzt fangt es hier an zu drücken. Also ich bekomme jetzt live vor dem Video, also hier im Video, eine Erhöhung. Und das ist seltsam, weil ich habe, okay, ich lasse es geschehen. Aua, 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 aua. Ach, Scheibe. Ach, Jesus. Ich hatte gestern schon einen extremen Kundalini-Schub. Das ist ein Energievideo für, jetzt fühle ich es hier, für das Bewusstsein anzuheben oder rauszulassen. Und es ist nicht sehr angenehm.
Wenn du im Vertrauen bist, passiert es auch bei dir. Ich bin im Vertrauen. Auch wenn es jetzt drückt, macht und dehnt und nicht wirklich toll ist. Aber ich fühle, es ist in Ordnung. Ist gleich vorbei, sagen sie. Oh, hier sitzt mir schlecht. Das ist ein Zeichen, dass es eine sehr hohe Energie ist. Fast nicht für den Körper ertragbar. Mama. Kollektiver Schmerz wird umgewandelt gerade. Super. Und zwar mit Hilfe von euch. Jetzt wird es mir immer schlechter. Es ist wie eine Geburt. Und das, was da ist, einfach das Bewusstsein, was sich jetzt ausbreitet in mir. Wow. Hallo. Willkommen in deiner Welt. Willkommen in deinem Leben, in deinem Körper. Bist du schon angekommen oder noch nicht da? Solange du dich mit deinen Erfolgen, das, was du getan hast, was du erlebt hast, identifizierst, wirst du nicht zu dem, was du wirklich bist. Das reine Bewusstsein verbunden mit allem, was ist. Solange du Begrenzungen hast oder dich mit der Form um dich herum identifizierst, bist du nicht im All-Eins-Sein. Es gibt eine Trennung. So lasse dies los, werde formlos zur Energie, zu dem Sein. Und du fließt in alles hinein. Du bist unendlich, du bist weit, du bist ewig. Unzerstörbar. Energie, die hier eine Erfahrung macht, in einem Körper, das dir zur Verfügung gestellt worden ist. Erschaffen mit deinem Bewusstsein nach deinen Vorstellungen, nach deinen Kriterien, ausgesucht nach Größe, Form, Geschlecht, Land, damit du die Erfahrungen machen kannst, die du wolltest, die du willst jetzt. Verstehe dies, identifiziere dich nicht damit. Die Formlosigkeit ist das, was du wirklich bist. Lasse zu, dass in deinem Körper sich die Formlosigkeit zu dem Grad ausbreitet, wie es dir möglich ist. Und deine Form, dein Körper, dein Verstand, dein Leben in Anführungszeichen übernimmt. Dann ist es von Fülle geprägt, von Verbundenheit im Fluss des Seins ewig während. Die Erfahrungen sind dann angenehm. Sie sind erquickend, erfüllend, erleuchtend. Sie sind dann nicht mehr beschwerlich. Nicht mehr von Trist, von Trauer, Wut geprägt, sondern leicht, fließend, freudig. Das ist das wahre Sein, was dann durch dich durchkommt, durch deine Augen strahlt, durch alle deine Zellen, fühlbar für jeden, der in deine Nähe kommt. Dies ist das Sein. Das pure Sein, das leuchtet, das ist. Möchtest du dies erfahren, was du jetzt wahrnimmst und siehst,
bei mir, dann lasse ab von deiner Identifikation mit deiner Person. Du bist hier und jetzt alles. Und es bedarf keine Worte, sondern du nimmst wahr und siehst, was ist. Zu beschreiben, wenn dies jemand nicht selber erfährt, ist schwierig, für den menschlichen Verstand kaum fassbar. Du erfährst nun, was wir alle sind. Du siehst es. Was du daraus machst, ist deins. Du kannst alles erschaffen, auch dein eigenes Ich. Es spielt keine Rolle. Heilung geschieht. Hier. Was ich jetzt fühle, habe ich noch nie gefühlt und das ist etwas neu. Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich gut an, aber ungewohnt. Ich habe das Gefühl, von einer Ausweitung in meinem Kopf, dass mein Kopf viel, viel größer ist. Ich habe keine Worte, was jetzt gerade passiert ist. Ich weiß es nicht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das schreiben, was ihr erfahren habt.
Dies ist ein kleiner Vorgeschmack auf nächste Woche, was passieren wird im Mon Spirit Festival. Denn jedes Jahr erfährt dieser Körper, diese Persönlichkeit in Anführungszeichen, die sich immer mehr auflöst, eine enorme Veränderung, auch von der Energie her. Und diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die kommen. Nächsten Sonntag, 10:30 im Theatersaal, im wunderschönen Theatersaal, wo mein Freund Sehum auch am Freitag auftreten wird. Ich reise auch vorher schon an, bin wahrscheinlich auch bei seinem Konzert dabei. Ich liebe dich, aber es ist noch viel mehr. Ich bin du. Ich nehme dich als mich wahr. So, wenn ich sage, ich liebe dich, ist es das Falsche. Denn du bist ich. Wir sind pures Sein. Das ist faszinierend. Absolut faszinierend. Was spielt es noch für eine Rolle, was draußen geschieht, wenn du in dir das Paradies gefunden hast, wenn du das Paradies, alles was ist, was du brauchst, was du bist, erkennst? Was spielt es für eine Rolle, was geschieht auf der Welt, in der Welt draußen? Es spielt keine Rolle mehr. Du bist einfach. Du bist Energie, Bewusstsein. You are, I am. Du bist ich. Oh, mein Herz. Ich mache bald auch wieder Fernenergieübertragungen, aber das mache ich, wenn ich es spüre. Und dieses Video ist etwas ganz Neues, das spüre ich. Und wer spürt es auch? Wer fühlt es? Bis bald. Ich umarme dich. Dein pures Sein.